wer schlägt sich denn hier oben, Alter? Kann ich mitmachen? Das haben die Bastarde verdient. Runter von da. Bitte mitmachen. Kann ich ihm nicht helfen? Ah, hier ist Satori. Okay, cool. Hallo, das ist der Ort? Hallo, Hexer. Er ist in der Nähe. Bereit? Ach, kacke. Gleich geh in die voraus. Gleich wunderbar. In die nächste Quest hier. Komm. Ah, das ist Satori hier, ne? Ja, okay. Gut, dann, naja, machen wir das hier mit. Hallo. Von Holz. Kommt der mit jetzt hier, oder was? Der Mann vom Bettlerkönig. Man nennt ihn Blechbursche. Was weißt du über ihn? Achso. Nicht viel. Wird schnell wütend, also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender als er uns. Okay. Wait a moment. Hier war ich noch nicht. Wenn mal keine Wachen in der Nähe sind. Hasenfälle und so. So, da ist er jetzt drin. Hier. Okay. Ah, das sieht doch wieder aus wie eine Schlägerei. Okay. Ja. Na, was wollen die jetzt? Du solltest alleine kommen, Elf. Wer ist das? Ein besorgter Freund. Bürger. Oh, na. Also pass auf. Der Boss mag mit Hacker zerstritten sein, aber vor allem muss die Kasse stimmen. Los? Unser Angebot ist nicht verhandelbar. Überrasch uns. Zuverlässiger Eisennachschub gegen die Hälfte der Einnahmen. Na komm, wir verhandeln erst. 25. Wer bist du, dem Bettlerkönig irgendwelche Vorschriften zu machen? 35. Tiefer gehen wir nicht. Ein Viertel ist unsere Grenze. Wir legen noch einen Ladenrabatt drauf. Du hast nicht alle Latten am Zaun. Nichts da. Los, Jungs. Es war ja unvermeidlich. Gut, dann nicht. Geralt, was zum... Warte. Na gut. Verhandeln kannst du, besorgter Freund. Ein Viertel also und den Rabatt. Einverstanden. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesoffen. Das hier ist Hackers Territorium, du Schwanzhobler. Verdammt, wer ist das jetzt? Hackers, Jungs. Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Geralt, was machen wir jetzt? Verfickte Flüche! Versuch's doch, du Schwanz! Schlagt ihn! Tötet ihn! Aua, aua, aua. Okay. Versuch's doch, du Schwanz! Scheiße! Jetzt geht's auf! Los, auf ihn! Schnell weg! Zack. Hier lang! Geralt, schnell! Was? Schnell? Warte mal. Die haben doch noch was bei sich. Ich will die erstmal haben, ja. Mir doch egal, ob die Wache kommt. Mach ja auch gleich weg. Typen. Was ist mit Hacker? Hacker kennen wir doch. Mit dem kann man reden, glaube ich.
Vielleicht. Hoffe ich. So. Kann er mir jetzt mal anzeigen? Mensch, kann man einmal den Typen umbringen, der die Glocke läutet? Der geht mir auf den Sack. Was ist denn da los? Wir sind ja so nervös. Ist gar nichts passiert. Komm mal hoch da. Na gut, dann nicht. Schnell! Das Tor zu! Da könnten noch mehr sein! Jo. Vorsicht! Vielleicht sind noch mehr drin! Kommen wir dem Überfall? Mir nach. Gut, laufen wir einfach hier weiter, wa? Hallo. Gut. Ich hoffe bloß, dass sich das hier noch lohnt. Also, können wir uns auf die Lieferungen verlassen? Für wen hältst du mich? Habe ich euch nicht mein Wort gegeben? Aber ich würde an eurer Stelle Wachen anheuern. Bei Hacker kann man nie wissen. Meinst du, die kommen zurück? Ein paar von Hackers Scheißern sind entkommen. Der Bastard weiß sicher schon alles. Ich kann keine Männer entbehren und nicht für eure Sicherheit garantieren. Ihr solltet eine Weile untertauchen. Danke, Blechbursche. Irgendwann einigen sich die Bosse. Dann habt ihr Ruhe. Ihr müsst nur bis dahin überleben. Was jetzt? Wir plaudern und dein Partner ist auf und davon. Verdammt. Hey, warte! Viel Glück! Okay. Ach, die waren ja relativ Hattori, warte. Entspannt. Jeder weiß, auf dem Rücken trägt man einen Köcher und keine Schwerter. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Wo will er denn hin? Zieh Leine. Gebummelt wird nicht. Klopf, klopf. Hattori, hallo. Bist du da drin? Mach auf. Oh nein, hallo. Lass mich in Ruhe. Sei nicht albern, lass mich rein. Nein, niemals. Ich bleib bis mir den Werne hier drin. Vergib mir, Geralt, aber das war ein Fehler. Mit Banditen verhandeln, Abmachungen treffen. Zu spät. Der Bettlerkönig besorgt dir Rohstoffe und dann? Du wirst ihn bezahlen müssen. Was habe ich getan? Geralt, du musst mir helfen. Muss ich nicht. Ich bin ein Hexer, keine Leibwache. Genau. Du musst mir eine Leibwache besorgen. Geralt, ich bitte dich. Die bringen mich um. Hast du jemand Bestimmten im Sinn? Es gibt einen Söldner, Sukros, der auf dem Stör trinkt. Ein alter Pirat, ein Skelliger. Hat mal für mich gearbeitet. Riesig wie eine Eiche. Würde sich vor einem Dutzend Hacker nicht fürchten. Okay. Kannst du nicht selber mit ihm reden? Wir sind nicht sehr harmonisch auseinandergegangen. Will sagen, er wollte einen Bonus und ich... Du hast keinen rausgerückt. Na toll. Und jetzt? Soll ich deine Schulden zahlen? Du findest bestimmt eine Möglichkeit, ihn umzustimmen. Geralt, bitte lass mich nicht so hängen. Ach. Wir sind einfach zu nett. Ach, ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr Alter je trocken seid. Lass mich raten. Wir sollen gegen den kämpfen. Was soll's sein? Oder den kaufen, oder... Also ich denke, wir sollen den... Ich glaube, ich habe mich verliebt. Oh. Das wäre jetzt richtig cool, wenn wir gegen den ein Trinkspiel machen müssen. Wenn wir den im Saufen schlagen müssen. Okay, der hat immer noch kein Gold. Mal verkauft der irgendwann mal was. Was ist denn los mit dem? Bist du mager? Ich sollte wohl
eingreifen. Okay. Was zum Henker machst du denn? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Das nennst du ein Gespräch? Geht dich ein Scheißdreck an. Brauchst du eins aufs Maul oder wie? Ah, okay. Also nicht saufen. Ich aus dem Hinterhalt. Spinnst du? Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Bam, Junge. Ohne einen Schlag. Ohne einen Schlag, Junge. Tut mir leid, du wolltest es so. Ich bin Geralt. Hallo. Sucrus. Gut gemacht, Kumpel. Ein Bierchen zur Beruhigung? Komm, wir reden drin. Also doch trinken. Wusste ich doch. Sehr schön. Endlich was zu trinken. Was bringt dich her, Geralt? Du und der Händler. Reden wir erst mal. Was war da los? Ach, warum meine Schwester diesen verwarzten Widerling geheiratet hat, will mir nicht in den Schädel. Das war dein Schwager? Schweinehund wohl eher. War zuerst scheißfreundlich. Skellige Maid, wir brauchen Fässer, das wird uns reich machen. Ich habe mich darauf eingelassen. Und dann kommt er plötzlich mit unvorhersehbaren Lagerkosten, Netto- und Bruttobilanzen und was weiß ich noch allem. Man sollte Geschäft und Familie auseinanderhalten. Du sagst es, Kollege. Ich suche eine Leibwache. Interessiert? Warum nicht, wenn's was zu verdienen gibt? Naja, noch nicht. Dann soll das ein Tauschhandel werden? Gefallen gegen Gefallen? Ich bring dich um, Hattori. Ja, schätze schon. Woran dachtest du? Mein Schwager schuldet mir Geld. Hol es zurück, dann können wir reden. Ach, verdammt. Na gut, wo finde ich ihn? Bei den Docks in der Nähe. Weißt du was? Das Geld ist mir egal. Wenn du es nicht wiederkriegst, stört's mich nicht. Was soll ich dann machen? Seinen Metvorrat zerstören. Den habe ich von Arn Skellig mitgebracht. Ist denn das vernünftig? Nein, aber gerecht. Okay. Okay. Auf jeden Fall machen wir ja genau die Quest, die ich machen wollte. So. Auf jeden Fall ist jetzt gespeichert. Gibt es hier noch irgendwas zu looten? Nö. Ist wieder in irgendeinen Keller hier drin geholt. Ich hatte nur einen einzigen Humpen. Ach, da geht's los. Ja, so hörst du dich an, Junge. Ich hab diese. Das Postschiff ist auch noch nicht in den Hafen eingelaufen. Ist es nicht? Was ist denn hier eigentlich so dieselig? Warum erst morgen kaufen, was du... Hallo, ich bin der Schuldeneintreiber von Herrn Sucrus. Ich soll... Herrn? Meinst wohl des Wildschweins? Mit Bauern und Analphabeten habe ich nichts zu tun. Sag ihm, ich bezahle ihn, sobald auf skellige Palmen wachsen. Ja. Es wachsen Palmen auf skellige. Jetzt zahl schon. Ist ja ein Ding... Natürlich bezahle ich Sucrus. Ist auch eine Bürgschaft in Ordnung? Einzulösen bei der Vivaldi Bank, ja? Bin schon unterwegs. Cool. So. Das heißt, ich muss jetzt nicht gegen die kämpfen? Finde ich in Ordnung. Hochanständig. Also, ich muss wirklich sagen, die Skillpunkte haben sich ja jetzt schon ausgezahlt, ne? So viele, wie wir da einlullen konnten. Das ist ja doppelt und dreifach verdient. Und wir kriegen jedes Mal EP, wenn wir da irgendeinen einlullen.
richtig gut. Zack. Mann, Dreck. Ah, das war eine Sprungrolle. Hallo. Schön die Treppe runtergefallen und abgerollt. Hi, hi, Geralt. Wie geht's denn so? Ich hab mich darum gekümmert. Der Händler will dir eine Bürgschaft der Vivaldi-Bank geben. Tatsächlich? Gut gemacht, Mann. Wen soll ich umhauen? Du sollst nur jemanden im Auge behalten. Dieser Schwertschmied. Offenbar kennt ihr euch. Eiper Hattori? Der Elf? Der hat mal versucht, mich bei Äxten zu bescheißen, der Sack. Du arbeitest für ihn? Könnte man sagen. Wir versuchen, das Schwertschmiedemonopol in Novigrad aufzubrechen. Oh, ein edler Zweck. Tja, wenn du für ihn einstehst, warum nicht? Ich hole ein paar Jungs, dann können wir los. Cool. Wow, 9 Erfahrungspunkte. Krass. Ist ja richtig gelohnt. Aber nein. Ich mach das ja nicht für die Erfahrungspunkte, sondern damit er uns Schwerter schmiedet. Schmiedet? Hey. Schwerter schmiedet. Du Scheiß. Bin ich kaputt. Ach ja. So eine schöne große Stadt. So viel zu tun. Aber irgendwie keine Monster, ne? Nur Intrigen, alles Mögliche hier. So. Grüß dich, Hattori. So groß hat dich schon gefunden, wie ich sehe. Seid ihr euch einig geworden? Ja, Geralt. Ich musste ihm ein paar Äxte zu Großhandelspreisen lassen, aber das habe ich gerne gemacht. Danke. Ja. Nimmst du endlich wieder Schwertbestellungen entgegen? Leider nicht. Mir fehlen ein paar Rohstoffe. Immer noch? Lass mich raten. Auf die hat Ernst van Horn auch ein Monopol. Genau. Er hat sie billig Schwertschmieden abgekauft, die aus dem Geschäft ausgestiegen sind. Jetzt hortet er sie wie ein Eichhörnchen. Aber wenn du... Nein, damit wärst du nie einverstanden. Womit einverstanden? Wir wollen ein Meisterschwert. Ich weiß zufällig, wo van Horn seinen Schatz hortet. Es ist mehr, als er selbst je verbrauchen könnte. Wir könnten etwas leihen. Elf. In was verwickelst du mich da? Leihen? Stehlen wohl eher. Es ist kein Verbrechen, einen Dieb zu bestehlen. Nein? Was denn? Ausgleichende Gerechtigkeit? Wie habe ich mich da reinziehen lassen? Und warum? Ganz einfach. Wegen der besten Schwerter, die du je gesehen hast. Rüstungen, Triboke, Katapulte. Na jo. Schön, na schön. Angenommen, ich bin einverstanden. Was ist dein Plan? Van Horn hat sein Lagerhaus bei den Docks. Die Rohstoffe, die ich brauche, sind sehr schwer. Sucrus soll seine Jungs mitnehmen. Und eins noch. Die Kisten, die ich brauche, riechen nach Ammoniak. Das kriegen wir. Weil der uns auch mit einem Tribok lockt. Oder ein Katapult. Ich gehe ja hier auch durch die Weltgeschichte mit einem Tribok. Zieh ich einfach so hinter mir her, mache ich ja mit links. Hallo. Oh, Geralt. Wie steht's denn? Hattori hat einen Auftrag für uns. Super. Ich fing gerade an, mich zu langweilen. Wir sollen ein paar Kisten aus Ernst van Horns Lagerhaus leihen. Sie riechen nach Ammoniak. Hm, klingt machbar. Ich weiß, wo van Horn seine Güter lagert. Ich werde mich mal mit den Jungs dort umsehen. Treffen wir uns beim Stör. Gut. Wann? Wenn es dunkel jetzt. Ist, natürlich. Bis dann. So. Jetzt gucke ich erstmal. Okay, es ist immer noch 24. Wir sind Level 16. Das sollte machbar sein. Wenn wir dafür diese Meisterschwerter kriegen, ist das völlig in Ordnung. So. Wenn wir das jetzt hinkriegen hier, mit diesen Schwertern, und wir da quasi die Schwerter machen können, die wir wollen, dann will ich auf Schatzsuche gehen. Und dann machen wir uns die besten Schwerter, die wir je gesehen haben. Dann will ich die überlegenen Katzenschulen packen und so. Nicht jetzt. Komm nach Sonnenuntergang wieder. Ach so, okay.
Kann ich hier noch was mitnehmen? Nö. Ich setze mich so lange hier drüben hin, ja? Also neben den Kisten. Ihr guckt so lange da, wie es weitergeht. So, ich habe Gwent gespielt und jetzt? Seid ihr soweit? Ja. Cool. So, wir wissen jetzt das Wichtigste. Nur eine Wache beim Eingang. Schaffe ich. Um die kümmere ich mich. Sag ich mir. Meine Nase ist nicht die beste. Ich finde die richtigen Kisten nicht. Du musst sie mit Kreide markieren. Wir besorgen inzwischen einen Karren. Gut. Okay. Und wenn ich fertig bin, was dann? Dann verlässt du das Lagerhaus und wir gehen rein. Okay. Klingt nach einem Plan. Götter, der Sensenmann kommt mich holen. Cool. Komm ich hier rein? Nö. Okay, also ich muss den Vordereingang nehmen anscheinend. Dass ich komplett pleite aus der Vivaldi-Bank gekommen. Achso. Hallo. Was zur Hölle? Du bist es. Ich erkenne dich. Herr Zwerg, das ist der verlogene Dieb, von dem ich erzählt habe. Verfolgst du mich, du Halunke? So ein Schwachsinn. Ich kenne ihn. Das ist der Hexer Geralt. Wie geht's denn, Meister Hexer? Ein Hexer? Dann ergibt alles Sinn. Herr Zwerg, hör nicht auf ihn. Der Bastard verflucht uns sonst. Hast du den Kopf mit einem Troll getauscht? Jarpen Sigrins Freunde sind doch meine Freunde. Yep. Jetzt schwirre ab, bevor ich die Beherrschung verliere. Sofort. Abracadabra, Hokus Pokus. Ja, gut. Wie läuft's denn, Meister Hexer? Suchst du in Van Horns Lagerhaus was Bestimmtes? Ja. Ach, guck an. Braucht Täuschungsstufe 3. Ach, na gut, dann bezahlen wir ihn. Viele Grüße von Japen Zigri. Bei Rundurin, klau bloß nicht alles. Und schnell, greif zu, solange ich auf dem Klo bin. Das Postschiff ist auch noch nicht in den Hafen eingelaufen. Wo sind die Handwerksrohstoffe? Was haben wir denn hier alles? Guck hier. Stinkt nach Ammoniak. Gerade so. Hier oben auch noch was? Nö. Muss richtig sein. Ich hoffe zu schnüffeln, na. Ist kein Klebstoff. Das wär's. Alter. Dann gebe ich mal Bescheid. Tja, was ist das Signal jetzt? Achso. Geht voraus. Okay. Hallo. Hast du eine Ahnung, wessen Lagerhaus das ist, du Ziegenficker? Och, Geralt. Das ist der Typ, den Hattori erwähnt hat, der es mit Hacker treibt oder so ähnlich. Okay. Sucrus, was machst du hier? Mit dem Zauberer? Oh, ich verstehe. Das ist ein gigantischer Scherz von dir. Hat dich Hattori hergeschickt. Dieser beschissene Anderling wird noch bereuen, dass seine Mutter ihn nicht mit der Nabelschnur erwürgt hat. Zuerst werfen wir euch den Krabben vor. Hände weg von meinem Schwager. Wenn den einer verdrischt, dann ich, kapiert? Bruder, lass uns mit diesen scheiß Nordlingen den Boden aufwischen. Los, Geralt, auf sie! Jo. Gib's ihnen, Sucrus. Na los, die zerlegen wir. Tür sech! Oder was? Zack! Home Run Contest! Wo ist er hin?
Mit diesem Kämpfer könnten wir ganz Nilfgaard erobern. Na klar. Sucrus, vergib mir. Ich liebe dich wie einen Bruder, du räudiges Sackgesicht. Frieden? Klar, Frieden. Was bringt denn die Streiterei? Welcher Drecker hat mich denn da getroffen? Ich will die Versöhnung nicht stören, aber was machen wir mit Van Horn? Wir bringen ihn nach Skellige, bevor er zu sich kommt. Er wird dir keinen Ärger mehr machen. Und vielleicht wagen wir ein neues Unternehmen? Aber zuerst müssen wir Hattori diese Kisten bringen. Stimmt. Ich sollte auch mal bei ihm vorbeischauen. Alter, wir sind der erste Hexer, der einen Großhandel da aufmacht. Brauchst du etwas, Meister? Moins. Ach, sehr cool. So. Jetzt will ich aber was sehen hier. Also. Wir haben uns jetzt hier so ins Zeug gelegt, wenn er jetzt hier nur 200 Gold hat oder so, die wir da kriegen können. Dann rastig hier aus. Kann aber da leben. Ich muss kotzen. Oh, aber nicht auf meine Schuhe. Die waren teuer. Ach, nichts ist so schnell, als du etwas, Meister. Hallo. Ich glaube, ich habe mich bepisst. Grüß dich, Abe Herr. Geralt. Kenn ich. Du bist zurück. Gesund und munter. Genau. Geht es dir gut? Es ging mir nie besser. Als Van Horn endlich weg war, hat Hacker das Interesse an Schwertschmieden verloren. Cool. Ich kann wieder Schwerter herstellen, ohne fürchten zu müssen, dass meine Werkstatt in Flammen aufgeht. Bin froh, das zu hören. Und ich erst. Mein Schwert. Sucrus brauche ich nicht mehr und kann all meine Zeit meiner wahren Leidenschaft widmen. Ich danke dir, Hexer. Ja. Kannst du mir jetzt etwas Außergewöhnliches anfertigen? Natürlich. Wie vereinbart. Gib mir ein paar Tage. Dann komm dein neues Schwert abholen. Ach, cool. Einfach so? Grüß dich. Grüß dich, Geralt. Okay. Ja, na dann gucken wir da einfach mal, was er hat. Boah, 1800 Euro. Uiuiui. Ne, ist ja nicht Euro. ist ja nicht Euro. Kronen, oder? Wie die Währung hier auch immer sein soll, weiß ich nicht. Okay. Also der hat mehr Stuff als wir. Hexer. Nehmen wir. Was ist das? Vierter Grad. Noch mehr Hexerausrüstung. Nice. Ganz viel Hexerausrüstung. Was hat er hier noch? Hm, 5 Descents. Das ist mir eigentlich, glaube ich, alles relativ egal erstmal. Ey, der hat einfach auch Billo-Schwerter, die besser sind als unsere. Läuft bei ihm. Ich glaube, das will ich alles zerlegen hier, wa? Aber handeln tun wir doch sehr gerne mit dir. Wir kriegen doch bestimmt... Oh ja, 293 kriegen wir hier sogar. Das ist doch sehr gut. Jo, nice. Hier kriegen wir gute Preise. Ja, nice. Und er hat immer noch 500 übrig. Sehr schön. Ja, cool. So, zerlegen bitte. Einmal das. Ja, beide. Das hier. Ja, cool. Jetzt haben wir Altersmarkt. Die sind 1000 wert einfach. Krasser Scheiß, ey. Läuft. Ich glaube, wir könnten gleich mal reparieren, genau. Oh, okay, 28. Ist ja gut. Tippi, Toppi. Gucken wir mal, was er kann. Ach, krass. Guck mal, wir können jetzt diese Breitkopf-Dinger hier, die können wir jetzt schon herstellen. Nice. Ah, okay, dafür brauchen wir Monsterfedern. Silberschaden. Chance auf Bluten 100%. Wow.
Okay. Krass. Vogelfedern. Ach cool, das können wir kaufen für 5 Gold. Monsterspeichel. Okay. Läuft. Okay. Plunder. So, was können wir denn jetzt hier? Meisterlich gefertigtes Silberschwert. Oh, okay. Das ist sogar besser. Aber da kriegen wir dann die Bonus nicht mehr. Oh, Alter. Okay, dafür brauchen wir erstmal ein normales Wolfssilberschwert. Vergessenes Wolfssilberschwert. Einen makellosen Rubin brauchen wir dafür. Boah. Heftig. Okay. Bei den Stahlwaffen. Katzenstahlschwert. Das ist besser. Wir brauchen noch das Katzensilberschwert. Und noch ein Level, um es anzuziehen. Verbessertes Greifenstahlschwert. Ah, okay. Dunkelstahlbarren brauchen wir dafür. Und dafür müssen wir dann Level 18 sein. Okay. Dunkeleisen. Hier, Dunkelstahlbarren. Können wir alles machen. Okay, also ich glaube, wir müssen dann uns wirklich aufschreiben, was wir dann da brauchen. Aber gucken wir erstmal, was für ein Schwert wir da kriegen. So, und wir haben ja jetzt die, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, bei ihm alles herzustellen, was wir herstellen wollen. In jeglicher Form. Deswegen können wir jetzt, solange der das macht, können wir jetzt alle Schatzsuchen machen, die wir machen können. Also Greifenschule auf jeden Fall, Katzenschule will ich machen. Was wir hinkriegen. Eigentlich will ich auch die Wolfsschule haben, aber da müssen wir nach Kaer Morhen. Das ist ja, das ist so kacke. Und Bärenschule hatten wir doch jetzt eigentlich auch. Wo ist unser Inventar? Da. Wolfsschule. Wolfsschule. Okay, das weiß ich jetzt hier nicht. Irgendwas. Okay. Geil. Mehr Wolfsschule. Ich glaube, ich habe mich gepisst. Okay, Wolfsschule Teil 5. Läuft bei euch. Und Greifenschule Teil 4. Okay. Wenn ich will, schätze. Okay, ich glaube, dann machen wir jetzt eins nach dem anderen. Das ist Greif. Was machen wir jetzt für die... Achso, das ist auch Kaer Morhen. Vergessen. In Velen. Brustpanzer und Stiefel, die Wolfsschule. Okay, cool. Den Rest gibt's in Kaer Morhen. Ich muss mal gucken, wie wir nach Kaer Morhen kommen. Tatsächlich. Aber erstmal will ich die Katzenschule. So. Den Rest. Wo müssen wir da jetzt hin? Und das hier kann ich eigentlich auch mal mitnehmen dann. Das ist einmal da drüben und einmal hier. Oh, können wir die Fragezeichen auch gleich mitnehmen? Gucken wir mal. Rennen wir da hin. Billiger Wein ist gut, weil er gut und billig ist. Geh davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet wird. Ah, ja. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist der... Okay. Sollen sie brennen? Sie haben meine Schwester getötet, diese Huhu, Roddy. Da kommst du her. Komm, wir reiten mal.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt schneller bin. Wie komme ich denn hier raus? Ich will raus hier. Hey, Hüpfer. Was muss ich tun, um deinen schönen Tag zu kriegen? Hat er mich gerade angeschwult? Was gibt's da noch zu überlegen? Fesselt den Bastard! Er wollte mich ermorden! Schneller! Ich hab die Fleischer-Tails-Verbrennung gesehen. Man hat mir noch gesagt, die sollen mit Zwergen abschauen, keine Geschäfte machen. Diese verkrüppelten Hunde betrügen immer. Wo liegt das Problem? Verdammt, noch ein Anderling. Ihr seid überall. Ruhe! Wir erledigen das schnell. Ich hätte einen kleinen Hexerauftrag für dich. Willst du? Kleine Aufträge sind üblicherweise nicht lukrativ. Dieser schon, keine Sorge. Du musst ihn aber schnell erledigen. Diese beiden Idioten haben mich schon genug Zeit gekostet. Sie teilen sich ein Lagerhaus. Da ist ein Monster aufgetaucht. Aufgetaucht? Einfach so? Du hast es da eingesperrt, damit es mir die Rübe abreißt und du dich an meinen Waren vergreifen kannst. Spinn hier nichts zurecht. Mir egal, wer hier einen Ghoul oder eine Striege auf wen gehetzt hat. Das Biest muss weg, ganz einfach. Und was meinst du, Hexe? Gut, ich kümmere mich darum. Kommt nicht in Frage! Anderlinge! Die stecken unter einer Decke! Diese beiden beweisen doch sicher, dass es gar kein Ghoul ist, sondern meine liebe Oma Selig. Ich habe seine Visage nicht deutlich gesehen, aber jetzt, wo du es erwähnst... Maul halten! Sonst schicke ich euch Inspektoren ins Lagerhaus, sobald das Monster weg ist. Das wird nicht nötig sein. Okay, dann machen wir das halt. Geh weg. Hallo. Necker. Okay, cool. Komisch. Necker sind selten alleine unterwegs. Oh. Ein breiter und tiefer Abdruck. Ein Zwerg vielleicht? Jemand hat es in einem Käfig gehalten. Hm, die Stäbe sind durchgesägt. So ist es entwichen. Okay. Gibt's leider nichts zu holen. Und? Hast du das Biest erledigt? Ja. Ja. Und? Hast du herausgefunden, wie es dahin gekommen ist? Nein. Die Antworten stehen wirklich da, ist ja cool. Ich habe einen Käfig gefunden. Darin hat jemand einen Necker gehalten. Die Gitterstäbe waren allerdings durchgesägt. Dann wollte jemand, dass er entkommt. Wer von beiden war's? Sagen wir die Wahrheit oder nicht? Immer so schwer. Schwer. Chat. Wen soll ich nehmen? Zwerg, Mann. Zu wem halten wir? Also bei mir ist es jetzt tatsächlich eine 50-50 Entscheidung. Ich hab jetzt keine Sympathien mit keinem von den beiden. Aber grundsätzlich würde ich erstmal zu dem Zwerg halten. Keine Ahnung. Der Typ, der geht mir ein bisschen auf den Sack. Was sagt ihr? Wer war's? Wer soll sterben? 3, 2, 1. Der Typ. Ich glaube, es war der Mann. Er hasst Anderlinge. Das ist Motiv genug, den Zwerg loswerden zu wollen. Wie? Was für ein Motiv? Diese räudigen Mutanten haben sich doch gegen mich verschworen. Natürlich haben sie das. Du kannst mir alles von deiner Zelle aus erzählen. Danke für die Hilfe. Hier ist dein Lohn. Auf geht's. Jo. Endlich kriegt der Sack, was er verdient. Ich werde sein Lager zum Spottpreis kaufen. Warum macht er denn Geschäfte mit dir, wenn er Zwerge so hasst? Ach, der redet nur markig daher. Gegen Zwergengeld hatte er jedenfalls nichts. Warum hat er dann versucht, dich umzubringen? Der? Pah, der Idiot könnte sowas nie planen.
Zu wenig Substanz zwischen den Ohren. Bis dann, Hexer. Hm. Vielleicht kann er uns nochmal nützlich sein. Wissen wir ja nicht. So. Jetzt, will ich hier aber Katzenschuh lösen. Wo komme ich denn hier raus, Alter? Überall Mauern. Boy. Mach doch mal da den Wegpunkt hin. Danke. Brauchst du etwas, Meister? Nein. Johann, du siehst nicht gut aus. Ich fühle mich noch schlimmer. Zur Windmühle. Zack. Schön, dass es jetzt mitten in der Nacht ist. Machen wir mal hier, dass es wieder hell ist. Zack. So. Dass ich jetzt nicht in die falsche Richtung. Ja, siehste, wusste ich doch. Wird voll in die falsche Richtung rein. Also in die andere Richtung. Ich kenn mich doch. Ich kenn mich doch mittlerweile. Hey! Den Händler muss ich noch mitnehmen, bevor wir dahin. Sei gegrüßt. Ja, sag mir mal das. Ich würde. Ach, der hat wieder nichts. Leb wohl. Manchmal haben die nützliche Kacke dabei. Die sollte man immer mitnehmen. Die Typen. Los, los. So, los, lauf. Jetzt kann man hier mal ein bisschen Gas geben. Nein, da lang. Okay. Hui. So, ich wette doch, da drüben ist da irgendwas. Was nicht ganz so freundlich ist. Was ist das? Achso, Kreuzturm. Fast wie ich als Rettungsschwimmer. Kann er gut. So, jetzt. Jungfrauen. Ja, hier. Stopp, 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 stopp. Bleib stehen. Ist nicht. Hallo? Hallo? Katzenschulenausrüstung. Lululul. Nice. Oh, eine Katzenarmbrust. Schön. Okay, was ist das? Hallo. Okay. Und dann komm mal her. Okay.
Bam, Junge. Hammer. Cool. Alter, was der hier alles hergeschleppt hat. Ein Pferd, eine Kuh, ein Schwein. Läuft bei ihm. Ist ja wie Ole Patrick aus SpongeBob. Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Oh, nehmen wir einfach mal ein Schwein, eine Kuh, ein Pferd. Läuft. So, ist hier noch mehr? War's das jetzt hier auf der Insel? Ist ja mickrig. Okay, da sind Ertrunkene. Da ist auch nichts. Okay. Kann ich jetzt hier irgendwie reisen? Dahin? Ich würde jetzt gerne dahin reisen. Schnell reisen. Ich will dahin. okay. Das nächste ist da drüben. Also könnten wir eigentlich das Anschlagbrett hier noch mitnehmen? Dann gehen wir erstmal dahin. Okay. Mal schnell zurückschwimmen hier. Aber, ja, mal schnell so ein Greif getötet. Feuer nur. Also Basilisk war ja kein Greif. Basilisk. Hat uns wieder nicht einmal getroffen, das Vieh. Komm, schwimm. Schwimm. So. Wo ist unser treues und edles Ross? Hat's hier gewartet auf uns? Natürlich nicht. Plötzlich hat sich bestimmt wieder was zu fressen hier sucht, ja. Plötze. Uhu, Hotti. Schneller. Okay. Es hat das Wort schnell wohl falsch interpretiert. Passiert. Ist ja ein Pferd. Banditen. Scheiße. Okay, ja. Toll. Hallo. Tötet ihn! Haltet ihn! Werft ihn in den Graben! Oh, nein! Aua! Zack. Au. Sein Kackschild nicht durch hier. Nicht nachlassen! Ach komm schon, ey. Was ist denn das? Muss hier echt Art machen? Ich komm durch sein Kackschild nicht durch. Mein Gott. Der hat ja genervt mit seinem Schild. So, was ist das jetzt hier? Pionierhose. Nett. Besserter Schneesturm. Das klingt doch gut. So, mal gucken, was wir da. Ob wir das gleich herstellen können. Arzt ist auch nicht schlecht, kann man immer gebrauchen. So, gegessen habe ich ja. Apropos Essen, ich muss auch mal drüber nachdenken, was ich heute noch esse heute Abend. Mal sehen. Weiß das so aufessen.
Plötze. Jetzt ist aber noch. Dieses Pferd, ey. Das macht mich schwach. So. Dahin schnell reisen, bitte. Oh, jetzt bist du dran. Hey, was? Oh. Wir haben ihn! Wir haben ihn! Was anderes? Au. Ernsthaft jetzt? Hab ich dich. Stehen hier einfach Banditen rum, ich glaube. Bleibt so. So. Lauf. Sonst mache ich hier ein anderes Pferd zu Plötze. Tja, wollen wir mal überlegen, was ich hier heute esse. Da ist er. Da ist er wieder. Händler, warte. Seige. Nee, den kennen wir schon. Leb wohl. Der hat nichts. So, hier ist das Dorf, ne? Mit dem Anschlagbrett? Nö. Okay, toll. Hier oben. Cool. Warum denn noch einfach? Ständig mal. Hallo. Wir haben hier ganz was für mich. Sehr schön. Ganz viele Sachen, die ich haben kann. Danke, danke, danke. Looten, looten, looten. Looten, looten, looten. Looten, looten, looten. Alles meins. Keiner gesehen. Hier ist nichts mehr. Okay. Diese Armee auf der anderen Flussseite. Mal erstmal über das Licht aus. Schnell erledigen und ab. Was? Was ist mit dem Kräuterkundler hier? Was hat der hast denn? Hast du so was hinter? Hallo, was hast du denn? Guck mal, der hat wieder diese Pflanzen hier. Die nehmen wir doch. Vielen Dank dafür. Das sind leere Flaschen, ne? Ja. Die braucht er nicht. Leb wohl. Also, ich kann euch nur raten, wenn ihr diese weißen Dinger da seht. Guten Tag. Ungeschickt, ungeschickt. Hallo. So guck bin ich. Mal, guck mal. Nein. Hängt hier rum wie die Fliegen an der Scheiße, statt ehrlicher Arbeit nachzugehen. Okay, läuft bei dir. So, haben wir ja alles? Haben wir ja alles. Also, was soll's sein? Okay. Willkommen, willkommen. Hallo. Ah, gegen den können wir noch Gwyn spenden. Was hast du denn da? Yay, der hat Gwyn-Karten. Was hat der hier noch? Zitronen-Wodka, okay. Erstmal das Wichtigste. Was ist das? Okay. Der hat Verbrennen. Endlich mal eine Verbrennenkarte. Cool. Und ein Anführer. Makahama Schmatz. Schnaps. Schmatz. Schmatz. Jam, jam, jam. Schmatz, Schmatz. Oh, nehmen wir doch für Alchemie, okay. Was ist das? Kann zerlegt werden. Okay, also die brauchen wir auch für alchemistische Zubereitung. Na gut. Kaufen wir die halt. Mal die für Alchemie brauchen. Mal hier irgendwas? Ja, können wir verkaufen. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Gold wieder. So. Was haben wir hier? Ah,
Panikstufe hatten wir 20, können wir uns erinnern. So, ja, ein bisschen Gold haben wir wiederbekommen. Das ist in Ordnung. Komm. Kriegen wir gleich noch 10 Gold hier. Hast du Lust auf eine Part? Ja. Na, bestimmt. Spielen wir. Endlich eine Verbrennkarte. Nice. So, haben wir irgendwas bekommen hier? Nicht wirklich. Vielleicht bei den anderen? Oh, hier, Hafka-Heiler. Okay, cool. Bei den Monstern können wir die verbrennen auch mit reinnehmen. Okay. Anführer haben wir gekriegt, glaube ich. Wie war Anführer wechseln? Ah, so. Klirrende Kälte, extrem dichter Nebel. Okay, muss irgendwo bei einem anderen gewesen sein. Aber ich spiele weiter mit Nördlichen Königreiche erstmal. Da haben wir immer noch die besten Karten. Meines. Oh, gleich verbrennen gekriegt. Nice. Schön. Okay. Besamir bringt uns da weniger. Okay, das ist schon gut. Na gut. Ja, gut. Ja, damit kann ich leben. Okay, der spielt Skoyatel. Okay. Zack. Nochmal klirrende Kälte, okay. War ja klar, dass der Finte kann. Der Sack. So ein Sack. So ein Sack. Aber wir können ihn wiederbeleben mit ihr. Das ist schon mal gut. Achso. Das ist schönes Wetter, können wir da machen. Das war das. Naja, komm, ne? Ja, dann los. Machen wir das so hier. Geht 6-1. Ja, nice. Cool. Das nehme ich doch an. Erste Runde gewonnen. Schönes Ding. Hat mich nicht viel gekostet. Können wir den gleich wiederbeleben. Das ist auch sehr schön. Ach. Das ist natürlich richtig bitter. Dijkstra, gib uns was. Ach, Mensch. Na gut. Okay. Mit der Verbrennkarte können wir ihm ja noch einiges wegnehmen. Die 12er ist natürlich jetzt so richtig doof für uns. Ist aber nicht so schlimm. Ah, guck mal. Können wir ihm schon 24 Punkte können wir ihm wegnehmen. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, da kriegt er noch eine 6. Mal gucken, was da noch so spielt. Ja! Sehr gut. Richtig gespielt. Zack. Jawollo! Gleich mal ein paar Punkte verbrannt hier. Hehe, das kann ich auch. Ah, er auch. Assi. Spielt da noch einer oder spielt da keiner? Ja, spielt noch einer. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Das soll mir an der Stelle reichen.
Das sind seine letzten beiden Karten. Okay, eine 10er. Schön. Wir haben noch ein Horn. Ja, schönes Wetter. Jawoll. Haben wir gewonnen, das Ding. Klar und deutlich. Zack. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Neues. Wenn du meine Frau anrührst, hau ich dich um. Fass mich nicht an. Anschlagbretter bedeuten immer Arbeit. Eigentlich. Aber wir haben jetzt noch nichts bekommen anscheinend. Schade. Na gut. Aber wenigstens haben wir es mitgenommen. Und wir haben wieder einen Wegpunkt hier. Dann können wir... Ja. Dahin. Und dann hier rüber. Mit dem Wegpunkt. Und ich gehe ganz kurz auf Toilette. Und dann komme ich wieder. Solange der jetzt lädt hier. Aber es dauert ja nicht lange.